Heimatkunde, alles über Hamburg. Heute Hans Albers. Hans Albers ist Hamburgs berühmtester Schauspieler. Tut mir leid, macht nichts. Er spielte in etwa 150 Filmen mit und nahm Dutzende Schallplatten auf. Auf zahllosen Theaterbühnen begeisterte er das Publikum. Hier sind 5 Fakten über den Star. Fakt 1. Am Anfang hatte der blonde Hans ein echtes Problem. Weil das Filmmaterial technisch nicht ausgereift war, kam er schlecht rüber. Seine hellblauen Augen sahen auf der Leinwand aus wie gespenstisch weiße Löcher. Albers spielte daher zunächst nur Schurkenrollen. Fakt 2. Auf Druck der Nazis trennte sich Albers von seiner jüdischen Lebensgefährtin Hansi Burg. Allerdings nur zum Schein. 1939 ging sie dann ins britische Exil, kam aber nach dem Krieg zu ihm zurück. Fakt 3. Albers war Rosenliebhaber. Zeitweise züchtete er über 60 Rosensorten. Er verglich sich gern mit Konrad Adenauer, der das gleiche Hobby hatte. Albers sah sich natürlich als deutlich besseren Züchter an. Stimmt, ja. Fakt 4. Albers wohnte nur einen Bruchteil seines Lebens in Hamburg. In Frankfurt am Main machte er eine Kaufmannslehre. In Mecklenburg hatte er seinen ersten langfristigen Theaterjob. Und in Berlin wurde er zum Theater- und Filmstar. In den 30er Jahren kaufte er eine Villa am Starnberger See. Bayern wurde zum Lebensmittelpunkt. Hamburg-Sehnsucht stillte Albers auf kuriose Weise. Eine Tonbandanlage spielte ihm oft Geräusche des Hamburger Hafens vor. Fakt 5. Hamburgs Albers-Denkmal stammt von Jörg Immendorf, ist aber nur eine Kopie. Weil sich Senat und Immendorf Mitte der 90er Jahre zofften, baute der Künstler die Originalplastik ab und stellte sie in Düsseldorf auf. Ein paar Jahre später bestellte der Hamburger Senat dann die Kopie.